Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Spider-Man 2 hier auf meinem YouTube-Kanal. Ist hiermit bestätigt, aber eine Vorwarnung wäre nett. Okay. Frau Lehrerin, bitte nicht auf meinen Anzug reiern. Dank Spider-Man ist unsere geschätzte Lehrerin Miss Ferguson wieder wohlbehalten bei uns. Zum Zeichen unseres Dankes ist es mir eine Ehre, Spider-Man zum offiziellen Helden von Brooklyn Visions zu erklären. Du bist hier immer willkommen, Spider-Man. Danke. Und jetzt zurück zum Quad. Wir müssen hier einen Roboter vorführen. Nicht viel Zeit. Hi, Miles. Ich weiß dein Interview-Engagement zu schätzen, aber ich habe gemerkt, dass du mit Wichtigerem beschäftigt warst. Mr. Sinclair hat ein gutes Wort für dich eingelegt, Direktorin Evans auch. Also machen wir es richtig und treffen uns auf dem Campus. Diese Woche. Nice. Auf dem BV-Campus gab es ein paar App-Anfragen. Wollte nur Bescheid geben. Drücke für einen neuen Look. Obwohl, nee, doch nicht. Oh, der hatte irgendwie was. Das ist doch, Moment, wo ist denn da? Na gut, so einen großartigen Unterschied gibt es da jetzt nicht, ne? Den stellen wir mal her. So, Varianten herstellen. Moment, das eine ist doch der... ich dachte, das ist so der Oldschool-Spider-Man-Anzug, aber nee, nicht ganz. Nee. Das... Oh, der hat auch was. So. Ja, der hat was. So, Peter, einmal das Ding, der Hybridanzug. Boah, schick. Unglaublicher Anzug. Aha. Na dann. Anzugtechnologie. Die maximale Gesundheit. Erhöht den Schaden um 10%. Jo. Das machen wir mal. Heldenmarken. Jo, Schaden. Erstmal Schaden. Oh, und wir können hier noch leben, ja. Fokus. Durch Angriff auf eingesponnene Gegner. Na, komm. Jetzt nutzen wir mal. Fügt einen zusätzlichen Fokusbalken hinzu. Heile öfter oder setze zwei... Oh ja. Alter, auf jeden Fall. Nice. Durch Fähigkeiten erhöht sich um 10%. Durch einen Scan geordnete Gegner werden automatisch markiert. Oh, auch sehr schön. Und das kann ich mir nicht mehr leisten. Na gut, ist halt so. Geräte. So, Netzschießer. Erhöht die Aufladegeschwindigkeit der Netzschießer. Boah, warum nicht, ne? Dafür fehlen mir Technikteile, und zwar jede Menge. Gut. Oh Mann, allein kann ich das nicht. Moment, wo? Wieso kann ich ihn nicht zum Essen einladen? Die Stadt wirkt ziemlich ruhig. Noch immer keine Spur von Lee. Oder den Typen, die ihn haben. Ob Pete... Ah, hier. Gut gemacht, VJ. Hast dich mal wieder übernommen. Da könnte wohl jemand Spider-Hilfe brauchen. Ich hatte alles geplant. Die Tipps, die Leinwände, die Bilder und die Leute. Alles sollte perfekt sein. Wow. Okay, ich verstehe. Kannst du etwas langsamer erklären? Was ist los? Okay. Ich will jemanden zum Abschlussball einladen, aber er ist was Besonderes.
Nur Blumen und Schokolade reichen nicht. Ich will die Einladung auf ein paar Bildschirme projizieren, aber der Generator ist kaputt. Der Typ, der ihn mir vermietet hat, reagiert nicht. Riecht nach Betrug. Ich glaube, ich kann helfen. Danke! Ich habe den Generator von Reynolds & Co. Rentals gemietet. Ich schick dir die Adresse. Bin dran. Okay. Also er will was an mehrere Monitore senden und hat dafür einen Generator? Okay. Hey, nehme ich hin. Vielleicht habe ich auch, vielleicht habe ich das auch irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Aber gut, gucken wir mal. Ey, nee, halt hier lang. Generatoren sind heutzutage sehr gefragt. Der gehört hier zu uns. Sie verstehen schon. Das ist kein Nein, tut er nicht. Geschäft. So, komm her, Dicky. Düm, düm, düm. Oh, halt da lang. Wieso Gefahr? Ach, jetzt, als ob der jetzt hier lang geht, ey. So, komm her. Einspinnen den Kerl, so. Und gute Nacht. Diese Typen sind versorgt. Ich sollte mir den Verkäufer mal ansehen. Ja, kann ich gerade nicht. Ah, jetzt. Danke, Spider-Man. Ich helfe gern. Dein Kunde bat mich, mir eine Lieferverzögerung anzusehen. Schätze, wir haben die Antwort. Ja, was das angeht, ich würde ihn gerne liefern, aber die Idioten haben ihn ziemlich beschädigt. Falls man ihn retten kann, wird es ewig dauern. Kannst du die schlechten Nachrichten überbringen? Mach ich. Ich muss Vijay anrufen und ihm berichten. Gibt es gute Nachrichten? Es gibt Neuigkeiten. Der Generator ist hin. Warte. Okay, ich bin noch nicht am Ende. Komm einfach zu mir. Ich habe eine Idee. Naja, ich nutze meine Spannung. Kein Ding. Moment, wo ist er? Da ist er. Da der Generator hinüber ist. Gibt's noch welche in der Schule? Ich weiß, dass auf dem Dach Generatoren sind, aber die haben alle zu viel Leistung. Die Sicherung würde rausfliegen. Außer wir finden, was das unterversorgt ist. Die Niedervoltfrequenz sollte ich empfangen können. Und deine Elektrokräfte würden den Rest geben. Theoretisch. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich habe einen Freund, der den Witz lieben würde. Okay, da war der Untertitel ja mal, also hat er mal also so gar nicht gepasst. Ich habe einen Generator, aber er ist deaktiviert. Das sollte prima funktionieren. Würdest du für mich Funken schlagen? Okay. Ich habe die Spannung, die wir brauchen. Jetzt müssen wir sie ins Erdgeschoss leiten. Ja, ich wusste, du kriegst das hin. Vielleicht kann ich die Stromknoten verbinden. Die Spannung scheint durch einen alten Stromkreis zu fließen. Moment, Moment, wo fließt sie lang? Da? Da nach da. Nach da. Ja. Vielleicht sollte ich Elektroingenieur werden. Hüp, nach da. Tausend Dank. Nice. Dann solltest du dich die große Elektrospinne nennen. Nein. Danke. Nein. Ich finde Spider-Man ganz gut. Oh, er hat geschrieben, dass er bald da ist. Einmal brauche ich noch Hilfe. Versteck dich einfach. Hä? Okay. Vijay schreibt mir. Was? Ein Whiteboard? Oh, Vijay. Was das wohl wird.
Mhm. Moment. Das ist die Gleichung, mit der er mir beim ersten Date geholfen hat. Lerntreffen. Lerndate? Psst, Spider-Man. Das ist der erste Hinweis. Drehst du es um? Hm. Okay, in diese Richtung also. Okay. Okay, was ist das? Shake. Oh, bei diesem Film hatten wir unseren ersten Kuss. Komplett mit Spangen und Lippenpflegestift. Trotzdem, bester Kuss überhaupt. Spider-Man, das Poster hängt fest. Würdest du mal ziehen? Okay. Oh. VJ muss im Hof sein. Zeit für die Enthüllung. Setz dich und schnapp dir etwas Popcorn. Hm. Okay. DJ? Das alles riecht sowas von nach dir. Du warst schon immer ein besonderer Typ. Und zum Glück bist du mein besonderer Typ. Ich liebe dich, Lukas. Willst du... Schuhe? Nicht ganz. Oh nein. Ich muss was tun können, um zu helfen. Ich muss meinen Kettenblitz nutzen. Schulball? Ah, jetzt. VJ, na klar. Paillettenblazer-Pärchen-Look? Oh yeah. Puh, das war knapp. Spider-Man! Komm runter, damit ich mich bedanken kann! Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Heilige Scheiße! Du hast wirklich Spider-Man dazu geholt? Was für ein Tag. Alles für die Liebe, Leute. Ich freue mich für euch. Genießt den Schulball. So, gut. Oh, hui, sorry. Und nu? Noch immer keine Spur von Lee. Oder den Typen, die ihn haben. Ob Pete wohl mehr Glück hat als ich? Ups. Moment, Licht, Kamera, Action. Drohne verloren oben. Irgendwann, Uhr. Kann nicht so schwer zu finden sein. Sind da nicht Tracking-Chips drin? Ja, allerdings antwortet dieser nicht mehr. Vielleicht doch schwerer als gedacht. Alles klar, bin gleich da. Wie soll ich das Ding jemals finden? Hä? Ups, halt, sorry. Scusi, ihr lang. Hey. Vermisst du eine Spielzeugdrohne? Sie ist weg. Aber sie ist kein Spielzeug. Ich habe damit Luftaufnahmen für mein Abschlussprojekt gemacht. Ich würde selbst suchen, aber die Verbindung brach ab bei... X gleich 90 Meter und Y gleich 12 Meter. Klingt nach dem Gebäude im Nordosten. Hilfst du mir? Das Projekt ist am Freitag fällig. Oh, genau. Moment, das wusstest du? Ich, komm herum. Hör vieles. Ich bin Spider-Man. Ah, okay. Also wirst du dich umsehen? Ich bin Spider-Man. Sie muss auf einem Dach liegen. Schau mal beim hohen Gebäude im Nordosten. So, hoch da! Die Drohne muss hier irgendwo sein. Da ist sie. Ah, da. Hey. Und du? Die Daten sind beschädigt. Die Kamera geht nicht an, aber sie fährt hoch. Dachte ich mir. Danke. Nun, da du schon dort oben bist, kannst du vielleicht ein Bild vom Campus machen? Das könnte klappen. Mhm. Ein Bild der Häuserbrücke vom Dach aus wäre schön. Geht das? Zu unscharf. Okay. Wir wollten das Foto aus einer bestimmten Perspektive. Oh, da, 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 da.
Ach so, Moment. Hä? Von da oben. Aber, hä? Von hier kriege ich das doch. Motiv verdeckt, Alter. Motiv unscharf. Ja, und du? Hm. Tief verdeckt. Unscharf, kein Motiv. Halt. Ah. So. Perfekt. Was für ein Bildaufbau. Und das Licht. Du hast einen guten Blick dafür. Wie wär's natürlich noch ein paar mehr? Es wäre ideal, wenn du noch ein Bild von den zwei anderen super hohen Gebäuden machst. Okay. Zu den hohen Gebäuden, ein paar Fotos. Das kriege ich hin. Wait, what? Hä? Wo ist es? Da. Hä? Nee. Hä? Ah, von da oben. So. Flupp. Nö, halt, Papier. Nee, nach oben wischen. So. Personalbüro? Ist dieses Abschlussprojekt Teil des diesjährigen Videos zur AV-Club-Bewerbung? Wenn dieses Bild die Neuen nicht beeindruckt, dann weiß ich auch nicht. Die Schüler am Campus werden es lieben. Na dann. Dann liebe ich es auch. So, hoch hier. Halt. Moment, lag da eben was? Nee, okay. Moment, wo ist der Campus, hä? Da. Ah, so. Tolles Bild vom Hof. Definitiv der beste Platz zum Essen. Okay, weiter. Ich hab vergessen, dass wir den Alltag der Schüler festhalten müssen. Nur drei Bilder davon und wir sind fertig. Wir wollen Aufnahmen vom E-Sport-Team, dem Drohnenclub und dem Gewächshaus. Aha. Wo sind die denn, Alter? Was weiß denn ich? Oh. Gewächshaus. Ist das da Gewächshaus? Nö, das ist einfach nur... Oh, halt, das wollte ich nicht. Hä? Okay, wo ist denn das Zeug alles, was ich fotografieren soll? Das wüsste ich gerne. So, nee, hier ist nichts. Nö, nö, nö. Hm. Ah, Moment, Gewächshaus. Das ist perfekt. Einer meiner
meiner liebsten Rückzugsorte am Campus. Pflanzen sind gute Gesellschaft. So, hier lang. Häpp, zack. Hä? Moment, was soll ich hier? Hier ist so nichts. Drohnenclub und E-Sport-Team. Hä? Okay. Von wo muss ich hier nach wo ein Foto machen? Nee. Nee. So, Kamera schließen. Moment, da ist noch irgendwo was. Ah. Okay, hier ist das Drohnengedöns. Soweit ich weiß, trifft sich das E-Sport-Team im Atrium. Drohnenclub, wieso kriege ich den hier nicht drauf? Hallo? Ah. Hallo? Wieso? So, danke. Puh, tolles Actionfoto der Drohnen. Du hast die Bewegungen gut eingefangen. Aha. So. Tja, wo finde ich hier jetzt? Nö, halt, warte. Nee. Kann ich hier irgendwo rein? Hey, das ist doch nicht das E-Sport-Team hier, oder? Nee. Motiv unscharf. Was? Hä? Moment, wieso ist hier Motiv... Wieso ist da Motiv unscharf? Was? Autsch. So, sind die hier? Ne, ich meine, ich komme ja auch nicht rein. Würde ich jetzt mal vermuten. Okay, wenn das reicht. Hammer, eine spontane Aufnahme der Noobs in Aktion. Ich bin kein Gamer. Hey, während du da oben warst, habe ich an der Drohne rumgebastelt. Die Kamera geht nicht. Aber wenigstens fliegt sie noch. Noch ein kleiner Gefallen. Wirklich. Könnten wir eine Aufnahme vom gesamten Campus aus der Luft haben? Triff uns auf dem Dach, um den Überflug zu starten. Okay. Ich besorg dir was Schönes. Mann, Alter. Man gibt ihnen den kleinen Finger, ne? Jetzt sehe ich was. So. Du kannst durchschwingen oder gleiten. Hauptsache ist, du hältst die Kamera nach oben. In der Luft. Ich hab's. Und los geht's. Hä? Dieses Ding ist schnell.
Okay. Ups, da lang. Und jetzt? Ausgezeichnet. Danke für deinen Einsatz. Ein ganz normaler Tag. Okay, warum sollte ich die Drohne jetzt verfolgen? Und geschafft. Dank dir wird das Bewerbungsvideo echt spitze werden. Du hast nicht zufällig Lust, 10 Stunden für mich zu editieren? Das überlasse ich lieber dem Filmkunstprofi. Okay. Alles klar, so. Abgeschlossen. Geil. Und damit ist auch die heutige Folge abgeschlossen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt ja das Spielchen, lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann abonniert jetzt noch schnell meinen Kanal und aktiviert danach einmal die Glocke. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.